So, du hast dich also für ein Informatikstudium oder ein Studium aus dem Bereich der Informatik entschieden und möchtest wissen, welcher Laptop für dich geeignet ist? Du willst eine Antwort auf die Frage haben, welches Betriebssystem du verwenden solltest? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich möchte aber als kleinen Disclaimer voranstellen, dass du von mir keine konkrete Produktempfehlung bekommst. Ich werde dir lediglich ein paar Anforderungen nennen, die dein Laptop oder dein Rechner meiner Ansicht nach für ein Informatikstudium erfüllen sollte. Je nach Ausrichtung deines Studiums können die Angaben minimal abweichen. Ein Medieninformatiker wird zum Beispiel eine höhere Bildschirmauflösung bzw. eine leistungsfähigere Grafikkarte benötigen als ein Vollblutinformatiker. Doch im Großen und Ganzen kannst du die Empfehlungen aus diesem Video auch bedenkenlos auf verschiedene Informatikstudiengänge anwenden. Zunächst beantworten wir die Frage aller Fragen: Windows, macOS oder Linux? Meine persönliche Empfehlung ist Windows als Basisbetriebssystem und Linux innerhalb einer virtuellen Maschine. Aber halt, stopp, lass mich kurz erklären, wie ich zu dieser Einschätzung komme, bevor ich jetzt alle Apple-Jünger vergraule. Windows läuft auf einer Vielzahl an Rechnern und die meisten Unternehmen verwenden Windows als Betriebssystem im täglichen Betrieb. Es schadet also nicht, wenn man sich in dieser Umgebung auskennt. Wenn man als Kind nicht gerade mit dem goldenen Löffel geboren wurde, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass innerhalb der Familie mehr Windows-Rechner als Macs existieren. Apple-Produkte sind nun einmal teuer und besonders Studenten, für die dieses Video ist, sollten während ihrer Studienzeit unnötig hohe Ausgaben vermeiden. Es gibt natürlich auch Sparangebote für Studierende seitens Apple, doch insbesondere dann, wenn man sein Leben lang mit Windows gearbeitet hat, würde ich nicht kurz vor dem Studium das Betriebssystem wechseln, außer du weißt, wie man damit umgeht. Diesen Fehler hat einer meiner ehemaligen Kommilitonen gemacht. Ohne sonderlich große Vorkenntnisse im IT-Bereich, außer ein paar Microsoft Excel-Kurse in der Schule, hat er sich extra für sein Studium ein cooles MacBook Pro zugelegt. Während seine Kommilitonen kaum Probleme hatten, die für das Studium nötigen Programme auf ihren Windows-Rechnern zu installieren, musste er bei seinem Mac ständig Workarounds finden, da viele Dozenten den Installationsprozess mit den Studierenden unter Windows durchgespielt haben. Das liegt vor allem daran, dass die meisten Studierenden Windows nutzen, auch im Informatikstudium. Zumindest habe ich diese Beobachtung gemacht. Die Laborrechner haben ebenfalls zum Großteil Windows vorinstalliert, weil die Hochschule oft kein Geld für den flächendeckenden Einsatz von Macs haben. Wenn du dich aber mit macOS auskennst und über die ausreichenden monetären Ressourcen verfügst, dann spricht absolut nichts gegen einen Mac. Man kann sowohl mit Windows als auch mit macOS sein Studium erfolgreich meistern. Natürlich besitzt Windows auch eine Vielzahl an Nachteilen, keine Frage. Da werden unter anderem die lästigen, stundenlangen Updates, die nicht selten auftretenden Systemabstürze, der Login-Effekt, den hat man aber auch bei Apple, und der Fakt, dass man von Microsoft bei fast allen seinen Entscheidungen bevormundet wird. Trotzdem würde ich aufgrund der breiten Streuung von Windows-Geräten und des geringen Kostenaufwandes Windows als Basis verwenden, da, wie bereits erwähnt, vieles per Plug and Play funktioniert, was bei Linux nicht unbedingt der Fall ist. Linux ist in meinen Augen aber ein Muss für jeden Informatiker. Warum? Nun, Linux ist ein Betriebssystem, das Open Source ist, das heißt, du kannst die Implementierung von Konzepten, die du in deinen Vorlesungen hörst, wie etwa den Scheduler, einfach direkt im Code anschauen. Durch diese Kombination aus Theorie und Praxis lernt man in meinen Augen am nachhaltigsten und es bereitet eine Menge Freude, die zuvor quasi als Magie angesehene Funktionsweise vom Betriebssystem schrittweise zu entzaubern. Zudem lernst du mit Linux konsolenbasiert zu arbeiten und Workarounds für Probleme zu finden, die es bei Windows oder macOS nicht gibt, da dort mehr oder weniger alles irgendwie out of the box funktioniert. Linux ist außerdem überall. Android basiert darauf, es läuft auf einem Großteil der Server im Internet und selbst der Mars Rover der NASA wird damit gesteuert. Linux wird dir im Studium auf die ein oder andere Weise begegnen, weshalb du neben Windows unbedingt auch Linux auf deinem Laptop zum Laufen bringen solltest. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: Dual Boot oder eine virtuelle Maschine. Beim Dual Boot kannst du beim Starten auswählen, welches Betriebssystem du verwenden möchtest. Damit legst du dich aber bei jedem Start erneut fest und ein Switchen zwischen den Systemen ist nicht mal nebenbei möglich. Ich empfehle dir deshalb den Einsatz von Linux innerhalb einer virtuellen Maschine, das heißt, du hast Windows als Basissystem und lässt innerhalb einer Virtualisierungssoftware ein Linux-Image laufen. Das hat den Vorteil, dass du für verschiedene Module unterschiedliche Linux-Distributionen laufen lassen kannst, zum Beispiel Kali Linux für IT-Sicherheit und Linux Mint für angewandte Mathematik. Zu den Vor- und Nachteilen dieser beiden Herangehensweisen folgt aber noch ein separates Video. Vom Standpunkt der Kompatibilität der benötigten Programme im Informatikstudium mit Windows oder macOS ist es eigentlich unerheblich, für welches Betriebssystem du dich als Basis entscheidest. Du kannst natürlich auch macOS als Basis nehmen und dann Linux und Windows in einer virtuellen Maschine laufen lassen. Entsprechende Programme zur Virtualisierung gibt es natürlich auch für macOS. Apropos Programme, wir schauen uns an, welche Programme man überhaupt im Informatikstudium braucht. Ich werde an dieser Stelle alle Module aus meinem Informatikstudium einmal durchgehen und die Programme nennen, die tatsächlich benötigt werden. Daran kannst du dann schon erkennen, welche Mindestanforderungen dein Rechner erfüllen sollte. Und keine Sorge, die sind nicht sonderlich hoch. Aus meinem Video zum ersten Semester an der Hochschule München weißt du, dass wir in dem Modul IT-Systeme mit dem MMIX-Assembler programmiert haben. Diesen gibt es leider nur für Windows. Das heißt aber nicht, dass du dir unbedingt einen Windows-Rechner zulegen musst, da du erstens an den Laborrechnern arbeiten kannst und zweitens an deiner Hochschule vermutlich eine andere Assembler-Sprache gelehrt wird.
Für das Modul Technische Informatik war lediglich das Programm LogiSim notwendig, das in Java geschrieben ist. LogiSim haben wir zum Modellieren der Schaltung verwendet. Das Programm ist auf Windows und macOS verfügbar. Da wir Modulsoftwareentwicklung ausschließlich in Java programmiert haben, benötigt man logischerweise Java samt einer geeigneten IDE, beispielsweise Eclipse. Gleiches gilt auch für die Fächer Software Engineering, Compilerbau, verteilte Softwaresysteme und Softwarearchitektur. Die Fächer Analysis, lineare Algebra, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, Differentialrechnung im RN und Differentialgleichung, Integraltransformation, diskrete Mathematik, Operations Research und Kryptologie zählen allesamt zu den Mathematikfächern, für die keine besonderen Programme benötigt werden. In numerischer Mathematik haben wir mit MATLAB gearbeitet und in angewandter Mathematik mit Mathematica. Beide Computer-Algebra-Systeme sind sowohl für Windows, Linux als auch macOS verfügbar. Um digitale Skripte anzuzeigen, braucht man meistens nur einen PDF-Reader. Wenn du deine Notizen und Mitschriften in LaTeX mittippen willst, dann brauchst du das natürlich auch noch. In der theoretischen Informatik sind ebenfalls keine besonderen Programme nötig, außer du lernst eine logische Programmiersprache wie Prolog kennen. In Algorithmen und Datenstrukturen haben wir mit C++ gearbeitet, das heißt, du musst dir die Entwicklungswerkzeuge für C++ samt eine IDE deiner Wahl installieren. Datenschutz und IT-Sicherheit war bei uns ein sehr theoretisches Fach, weshalb auch dort keine Programme, sondern lediglich ein PDF-Reader ausgereicht hat. Für das Modul Betriebssystem brauchst du keine speziellen Programme. Allerdings solltest du das Betriebssystem installieren können, an dem die Inhalte des Moduls abgearbeitet werden. Wir haben damals mit Windows gearbeitet, doch auch Linux wird gerne verwendet. macOS ist mir im Rahmen solcher Lehrveranstaltungen noch nicht untergekommen. Am besten ist es, wie schon erwähnt, wenn du dir eine Virtualisierungssoftware wie VirtualBox installierst, innerhalb der du dann andere Betriebssysteme laufen lassen kannst. Für das Modul Netzwerktechnik benötigst du Netzwerkanalyse-Tools wie Wireshark. Gearbeitet wird oft mit Linux. Aber keine Sorge, da du für die meisten Aufgaben ohnehin im Hochschulnetzwerk sein musst, kannst du entweder komplett auf den Laborrechnern arbeiten oder du installierst dir einen VPN-Client wie den Cisco AnyConnect-Client. Für das Modul Datenbanksysteme reicht ein einfacher Apache-Webserver mit einer MySQL-Datenbank. Lade dir dazu am besten einfach XAMPP herunter, das für Windows, Linux und macOS verfügbar ist. Für die Module Rechnerarchitektur und Embedded Computing ist spezielle Hardware notwendig, die du nur an der Hochschule verwenden kannst, außer du kaufst sie dir privat selbst oder darfst sie mit nach Hause nehmen. Programmiert wird hier in C, das heißt, du musst die Entwicklungswerkzeuge für C samt einer IDE deiner Wahl installieren. Für das Modul Computer, Grafik und Bildverarbeiter benötigst du das .NET Framework und eine möglichst leistungsstarke Grafikkarte. Welche Programme du für deine Bachelorarbeit benötigst, hängt von der Wahl deines Themas ab. Grundsätzlich solltest du Textverarbeitungsprogramme verwenden können. Dazu zählen zum Beispiel die Produkte der OpenOffice und Microsoft Office-Familie. Alternativ kannst du aber auch ausschließlich mit LaTeX arbeiten. Es steht dir auch völlig frei, weitere Editoren wie Notepad++ zu installieren. Ein einfacher Texteditor genügt aber völlig. Achte aber darauf, dass du auch mindestens einen Editor mit Code Coloring hast. Im Praxissemester bekommst du meistens die Hardware von deinem Unternehmen gestellt, bei dem du währenddessen arbeitest. So, kommen wir nun zu dem Teil des Videos, der dich vermutlich am meisten interessiert. Die technische Ausstattung, die dein zukünftiger Begleiter im Studium haben sollte. Wie du bereits meinen bisherigen Ausführungen entnehmen konntest, bin ich der Auffassung, dass du eigentlich gar keinen eigenen Laptop benötigst, da du an der Hochschule stets an den Laborrechnern arbeiten kannst, auch außerhalb der Vorlesungszeiten. Ich selbst habe meinen Laptop kaum mitgenommen und händisch in der Vorlesung mitgeschrieben. Durch Corona hat sich zwar einiges geändert, doch da du ohnehin meistens von zu Hause aus lernst und arbeitest, ist ein spezieller Laptop fast überflüssig. Du solltest aber in der Lage sein, über das Kommunikationstool deiner Hochschule an den Vorlesungen teilnehmen zu können. Dafür werden häufig Microsoft Teams, Zoom oder selbstgebastelte Lösungen verwendet. Gehen wir mal davon aus, dass du in der Post-Corona-Zeit dein Informatikstudium beginnst und unbedingt einen eigenen Laptop verwenden möchtest. Aber keine Sorge, auch wenn du jetzt in der Corona-Zeit dein Informatikstudium beginnst, werden dir diese Tipps für die Wahl des Laptops trotzdem weiterhelfen. In allererster Linie ist eine hohe Akkuleistung vonnöten. Ein ganzer Unitag sollte jedenfalls drin sein, denn Stecker sind in den Hörsälen rar gesät. Auch die Bildschirmauflösung sollte ausreichend für deine Zwecke sein, vor allem wenn du Medieninformatik studierst. Klar, Codezeilen kann man auch auf einer eingeweichten Kartoffelschale erkennen, doch wenn es um 3D-Animation mit Blender oder um die Programmierung von Bildfiltern geht, sollte man auch Details erkennen können. HD-Qualität ist demnach nicht verkehrt. Um etwas auf deinem Bildschirm erkennen zu können, sollte er nicht nur scharf auflösend sein, sondern auch eine entsprechende Größe besitzen. Meiner Erfahrung nach sollte man beim Programmieren mindestens 13 Zoll Anzeigefläche zur Verfügung haben. Wer sich ein MacBook kaufen möchte und aus Preisgründen zur 11-Zoll-Variante greift, wird diese Entscheidung spätestens nach seinem ersten 6-Stunden-Programmiermarathon bereuen. Wenn du häufig nachts programmierst, ja, das altbekannte Klischee eines Informatikers, dann ist eine beleuchtete Tastatur sicherlich nicht verkehrt. Das hängt aber von deinen persönlichen Präferenzen ab. Schließlich kann man dank des 1878 erfundenen elektrischen Lichts auch nachts seinen Arbeitsort illuminieren. Achte darauf, dass deine Tastatur über ein Numpad verfügt, wenn du häufig in Assembler programmieren musst. Das ist nicht verpflichtend, erleichtert in meinen Augen aber die Handhabung.
Eine Standardtastatur reicht völlig aus, auch wenn es vielleicht etwas übertrieben klingen mag. Finde heraus, ob du eher eine kleine oder eine große Enter-Taste bevorzugst. Ich persönlich gehöre dem Team große Enter-Taste an und habe mich schon mehr als einmal vertippt, als ich meinen Kommilitonen etwas an ihrem Rechner zeigen wollte, wenn sie eine kleine Enter-Taste hatten. Mit einem Laptop verbindet man Mobilität und um ohne Mühe mobil zu sein, sollte dein elektrischer Studienbegleiter nicht zu viel Gewicht auf die Waage bringen. Je leichter, desto besser. Ich persönlich bevorzuge ein Laptop-Gewicht von 2 bis 2,5 Kilogramm. Deine Festplatte sollte meiner Ansicht nach schon um die 256 GB haben. Bedenke, dass Bibliotheken, Compiler und Quellcode, was ja reiner Text ist, zwar nicht so viel Platz verbrauchen, doch Multimedia-Programme und VM-Images durchaus Platz wegnehmen. Du brauchst aber definitiv kein Terabyte Speicher. Beim Arbeitsspeicher solltest du jedoch nicht geizen, um unnötige Freezes und Abstürze zu vermeiden. 8 GB sind ein guter Richtwert, bei dem man starten kann. 16 GB wären natürlich besser. Mit einem i3-Prozessor wird dein Laptop eigentlich alle Herausforderungen meistern können. Mit einem i5 wirst du aber definitiv keine Probleme bekommen. Ein Single-Core-Prozessor ist ausreichend, doch für das Modul verteilte Systeme bedeuten mehr Kerne gleich mehr Simulationsmöglichkeiten. Achte auch darauf, dass du genug USB-Eingänge hast. Ich bevorzuge mindestens 3 von ihnen. Ein Touchscreen ist in meinen Augen nicht erforderlich, außer du möchtest deine Vorlesungsnotizen auf dem Rechner verewigen, was vor allem bei den Mathematikfächern Sinn ergibt. Es spricht aber nichts gegen das gute alte Papier. Im Gegenteil, in meinem allgemeinwissenschaftlichen Wahlpflichtbereich habe ich 2 Module aus dem Bereich der Neurowissenschaften belegt und dort wurden einige Studien vorgestellt, die zeigen, dass handgeschriebene Notizen einen weitaus positiveren Lerneffekt erzielen als getippte Texte. Das musst du aber für dich selber entscheiden. Auch wenn ich ein großer Freund von digitalen Lehrbüchern bin, empfinde ich getippte Notizen irgendwie als unvollständig und bevorzuge die gekritzelten Texte auf ein Blatt Papier. Wenn du auf deinem Laptop aber handgeschriebene Notizen mit Skizzen anfertigen möchtest, dann ist ein Touchscreen für dich durchaus sinnvoll. Du musst dann aber auch mit einem entsprechenden Preisaufschlag rechnen und gegebenenfalls Einbußen in den anderen Bereichen, Akkulaufzeit, Gewicht etc. hinnehmen. Wenn du direkt in deinen Vorlesungsskripten etwas notieren möchtest, dann ist ein Laptop mit Touchfunktion Gold wert, doch dann stellt sich eher die Frage, ob ein Tablet dafür nicht die bessere Wahl ist. Nicht als Ersatz zum Laptop, sondern zusätzlich dazu. Denn seien wir mal ehrlich, ein Informatikstudent, der glaubt, auf einem Tablet produktiv programmieren und alle anderen Herausforderungen in den Laborpraktika meistern zu können, der irrt meiner Ansicht nach gewaltig. Ich möchte nicht bestreiten, dass es dort Ausnahmen gibt, aber ich hatte keinen Kommilitonen, der sein Informatikstudium zum Beispiel nur auf einem iPad absolviert hat. Mein Tipp ist daher, hole dir einen günstigen Laptop bis ca. 500 Euro ohne Touchscreen mit den zuvor genannten Spezifikationen und ein noch günstigeres Tablet bis ca. 200 Euro, auf dem du dann mit deinen Vorlesungsskripten arbeiten kannst. Vielen Dank fürs Zusehen. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du sie gerne unten in den Kommentaren posten. Bis zum nächsten Video.